Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zum zweiten 50K-Special-Video, denn es ist eine kleine Ankündigung und ein bisschen so zurückblickend möchte ich ganz gerne nochmal ein paar Sachen anschauen. Und zwar vorweg möchte ich sagen, gleich um 18 Uhr werde ich einen etwas längeren Megastream für mich persönlich Megastream machen, denn wir werden nicht nur Minecraft spielen, also Minecraft PvP, sondern eben auch Life is Strange Episode 3, beides an einem Tag, sprich dann quasi 4 Stunden werden wir zusammen zocken und dementsprechend, ja, freue ich mich da sehr drauf und wir werden auch dann anfangen für den 24-Stunden-Livestream so ein bisschen was zu machen. Alles weitere dann im Stream, wie das genau funktionieren wird, habe ich schon mal im Stream angesprochen, wie ich es ganz gerne machen möchte, weil ich habe ein bisschen Angst vor einem langen 24-Stunden-Stream, deswegen müssen wir es schon ein bisschen so machen, dass ich es eben machen muss, deswegen seid ihr auch gefragt, aber wie gesagt, alles dann im Stream mehr dazu. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen zurückblicken und das da ist mir gestern was sehr, sehr Trauriges aufgefallen, und zwar habe ich irgendwann mein iPad mal neu installiert oder neu konfiguriert und dann waren alle Bilder weg. Ich hatte nämlich noch coole Bilder von, Screenshots, wo ich glaube 62 Abonnenten hatte und auch Screenshots, wo ich 99 Abonnenten hatte und auch 999 Abonnenten hatte. Also quasi so die ganze Sparte so ein bisschen. Jetzt seht ihr gerade einen Screenshot im Hintergrund von gestern Nacht quasi, wo ich es gerade geschafft habe, 50.000 und ein. Der war da gerade, sah das Ganze so aus. Aber ich habe eben noch ein paar andere Bilder, auch zwei weitere leider nur. Also ich bin ein bisschen traurig darüber, hat mich wirklich ein bisschen traurig gestimmt, das Ganze. Wir haben eben noch zwei weitere Bilder von anderen Specials, mehr oder weniger. Und zwar hier das 30.000 Special. Da war das Best of Varo. Dieses Video wurde mittlerweile gestrikt, deswegen habe ich da jetzt auch einen Strike auf meinem Kanal, weil da zu viel Varo in der Videobeschreibung steht. Hatte YouTube gemeint, okay, ich strike das Video einfach, ich gebe dir einen Strike und ja, da habe ich jetzt einen schönen Strike sitzen. Da kann man auch sehen, guck mal, ungeschnittene Folge 259 hier mit Logo, irgendwie eine Folge Syndicate Games, kann man hier sehen, FIFA. Ist schon relativ lustig eigentlich. Da Mr. Moore, Spams, 1:1 Mr. Moore, so die ganzen Anfänge irgendwie, gerade 30.000 Abonnenten. Das war schon irgendwie eine coole Sache. Und dann habe ich noch ein cooles Bild, das ist schon ganz, ganz lange her. Da bin ich auch noch stolz, irgendwie zu haben. Da hatte ich gerade 4.999 Abonnenten. Man kann ja so ein bisschen sehen, League of Legends kam da irgendwie, Let's Play Darksiders. Es ist so ungeschnitten Folge 51. Hier sieht man noch ein bisschen Teamspeak im Hintergrund. Wir sehen heute, das war der 22.07.2013. Ist also schon, Alter, 2 Jahre her, ne? Alter, es ist fast 2 Jahre her. Alter Vater, ey. Hammerkrass. Das kommt mir vor wie Wochen oder Monate, aber nicht wie Jahre. Sieht man den Teamspeak, meine allererste Version, damals mit der Gamma Clinic zusammen. Unser Teamspeak und es ist schon lustig gewesen, wenn man das alles so sieht und deswegen finde ich es auch vollkommen interessant, mal vielleicht in die alten Folgen irgendwann mal reinzugucken, sprich irgendwann einmal vielleicht so kleine Videos zu machen. Dom schaut sich alte Videos an, das gibt es ja bei PewDiePie, macht das ja relativ häufig, gibt auch Deutsche, die das irgendwie machen, auch die Minecrafter und dementsprechend würde ich ganz gerne mal in alte Folgen reingucken, vielleicht in Darksiders, vielleicht in die allerersten Folgen Amnesia, die es mittlerweile gar nicht mehr online gibt, sondern nur privat bei mir als gelistet, also ungelistet, so rum ist richtig. Und dementsprechend, würde ich ganz gerne schon mal gucken, dass ich da halt irgendwie in diese Richtung was mache. Was ist denn mit meinen Abos da? Hatte ich so wenig Abonnenten? Also so wenig Leuten, die ich abonniert hatte? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es so wenige waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich ja ganz gerne mal reingucken. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr so Videos sehen möchtet, wo ich meine alten Videos mal ein bisschen kommentiere und angucke. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich auf den Livestream. Hier, wie gesagt, noch ein kleiner Einblick halt in die alten Screenshots. Wie gesagt, die alten habe ich nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Vielleicht finde ich die irgendwann nochmal und reiche die irgendwie nach. Vielleicht kann ich es irgendwie wieder herstellen, aber das war schon relativ lustig oder das ganz alte Design. Ne? Ich habe eine Idee. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut. Denn hier habe ich auch noch was Lustiges gefunden. Denn hier waren auch noch so die allerersten Entwürfe. Hier ist noch AnyArt Let's Blog. Das war, damals wollten wir einen Blog aufmachen mit AnyArt, wo man halt eben dann auch ein paar Blogs halt eben hat zu spielen und so weiter und so fort. Dann haben wir hier natürlich die ganzen alten Designs vom Adler. Das sind die allerersten rohen Designs der Adler. Der war, glaube ich, so original. Da habe ich den irgendwie gespiegelt, weil er dann so im Endeffekt geiler aussah. Aber das war, glaube ich, die originale Version. Da habe ich ihn vektorisiert. Dann waren hier auch die ersten Thumbnails oder Avatare eher von AnyArt. Dann hatten wir dieses hier auch nochmal, dieses Banner war das, glaube ich, dann hier auch noch von ganz, ganz früher auch noch. Das ist auch schon, das ist alles so lange her, ne? Das ist
richtig lustig. Das ist das allererste Template vom ganz alten YouTube-Design noch. Da waren wir sogar noch zu dritt, ja. Das ist, muss man sich mal vorstellen, der Kanal hat damals angefangen zu dritt eigentlich. Mittlerweile mache ich den alleine. Ist schon krass oder auch ein bisschen schade eigentlich, dass alles so gelaufen ist. Das war das allererste Avatar Any Art LP. Fand ich damals ziemlich cool irgendwie. Und hier ging es dann irgendwie weiter. Das war dann auch mal ein Design. Also hier tummelt sich sehr, sehr viel irgendwie rum in dieser Ecke. Auch ganz, ganz viele Endcards von damals irgendwie, die ich hatte. Endcards und pipapo. Wirklich Facebook-Banner und was alles. Avatare, die Avatare so wirklich ganz, ganz roh. Super, super viel Kram hier irgendwie auch. Intro. Ich habe auch irgendwo hier einen Ordner. Kann ich den da Intro Eule? Nee, das ist irgendwie auch doof. Neues Intro 2013. Irgendwo habe ich meine ganzen Intros. Das Säulen-Intro. Ja, ich habe auch irgendwo habe ich wirklich auch das ganz, ganz alte Intros herumliegen. Warte, wo ist denn das? Bilder? Hier sind auch noch Sachen drin irgendwie. Keine Ahnung, das ist von Gommentary ein paar Sachen, von Hive, Pipapo, von ganz alten Folgen, Judy vs. Dom, dann Social-Sachen, Alter, warte, was hier alles so drin steckt, ne? Canverse, was ist das denn, bitteschön? Keine Ahnung, ihr fragt mich nicht, was die ganzen Sachen alle bedeuten, irgendwas werden die schon alle bedeuten. So, okay, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber irgendwo habe ich die alten Intros eigentlich auch noch. Aber keine Ahnung, die finde ich anscheinend nicht mehr. Mal Twitch noch ein paar Sachen. Okay, das brauchen wir irgendwie nicht so wirklich. Ja, das ist es so im Groben eigentlich. Also super viel Kram auf jeden Fall. Vielleicht auch irgendwas, was ich hätte nicht zeigen dürfen. Aber eigentlich ist hier alles relativ, eigentlich relativ safe. Nichts irgendwie Wichtiges, was man hier nicht zeigen dürfte. Naja, so viel halt eben dazu. Das wollte ich halt eben einfach mal versuchen, so ein bisschen euch zu zeigen hinter den Kulissen. Hier kann ich auch meine Aufnahmen so ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze. Ja, das ist hier mein Video für bald, wenn ich dann quasi, ich verrate es noch nicht, vielleicht hier agar momentan. Hier habe ich, das sind die Thumbnails-Ordner, wo ich drin war. Dann habe ich hier einen Schnittordner, wo halt eben aktuelle Folgen und eben Best-of-Folgen, da Folge 300, ungeschnitten generell, wo so ein paar Sachen drin sind für Best-ofs und so. Dann habe ich hier ganz viel Musik, den ganzen Musikordner, den ich habe mit ganz, ganz viel Material. Dann haben wir hier ist Intro, hier sind die alten Intros, hammergeil, das ist das ganz alte Intro von der Gamer-Klinik und von uns, wenn wir zusammen irgendwas gemacht haben. Das war das allererste Intro von uns. Was ich auch noch erinnern kann, das ist alles super, super lange her. Dann haben wir hier noch neue Intros irgendwie. Okay, da kommt kein Bild gerade. Da kommt auch kein Bild, weil ich es mit QuickTime, glaube ich, öffnen muss. Ich glaube, so war das irgendwie QuickTime. Öffnen wir es mal damit. Das müsste eigentlich funktionieren. Irgendwie auch nicht so wirklich. Jetzt vielleicht? Ja, ist ein bisschen laut gerade. Ein bisschen arschlaut. Egal. Ist auch jetzt wirklich nicht irgendwie so eine Weihnachtsintro. Das sind eben so noch Sachen hier. Facecam-Gedöns ist momentan leer, weil ich momentan keine Facecam mehr mache. Hier sind Banner drin. Genau die ganzen Banner, die ich habe. Die ganzen Einblendungen, die so kommen. Oder mittlerweile auch nicht mehr kommen. Alter, das ist super, super viel Top-10-Liste. Ja, was ist das denn? Was Schönes hier. Und eben die ganzen Aufnahmeordner, wo ich dann eben die Sachen abspeichere. Ja, also ganz viel Kram. Das ist hinter den Kulissen so ein bisschen von früher bis heute alles so ein bisschen aufgelistet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Livestream hoffentlich wieder. Hauen Sie schon mal ein. Wir sehen uns dann. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr ganz gerne, wie gesagt, die alten Folgen sehen wollt, wie ich die kommentiere. Hauen Sie rein. Bis dann. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.